Wow, die Salzburgerin. Frau Meier, die Firma Technikbüro Moser ist für die Kulturtechnik zuständig. So viel Platz hattet ihr ja trotz der Größe des Grundstücks nicht, um die ganze Kulturtechnik gut unterzubringen. Inwieweit habt ihr da kreativ werden müssen? Also wir als Kulturtechnikplaner müssen immer kompakte Anlagen planen für unsere Projekte. Beim Zentrum für Visionen haben wir die Ressource Boden genutzt und wir planen unterirdische Sickerkörper und auch bekrümmte Anlageteile werden umgesetzt. Okay. In unseren Breitengraden, die Witterungsverhältnisse verändern sich ständig und immer mehr. Wie reagiert eure Branche darauf? Also ja, das stimmt, die Starkregenereignisse nehmen stark zu. Auch die Trockenperioden dauern immer länger. Unsere Branche reagiert so, dass wir mehr denn je nachhaltiges Wassermanagement forcieren. Das heißt, beim Zentrum für Visionen wurde das ja beispielhaft vorgemacht. Also wir haben da wirklich das anfallende Oberflächenwasser wird in den Untergrund eingebracht. Und wird somit wird die Grundwassererneuerung damit aktiv unterstützt. Okay. Generell für Sie persönlich, was ist das Besondere am Zentrum für Visionen? Also das Zentrum für Visionen ist allein schon aufgrund des Konzepts, das da ausgeführt wird oder durchgeführt wird oder gebaut wird, schon eine Besonderheit für sich. Die letzten 2 Jahre waren sehr turbulent und intensiv und ich sage dynamisch vor allem. Und für mich war ganz besonders auch die mit der Architektur, die enge Zusammenarbeit mit der Architektur war für mich besonders. Okay. Super. Dankeschön. Bitte.